Als ich mich in Budapest mit meiner Tante zum Arbeitsdienst melden musste, wie alle Frauen zwischen 16 und 40 Jahren, habe ich mich stark und stramm gefühlt und war zum Überleben entschlossen. Ich hatte vor der Arbeit keine Angst gehabt. Vom ersten Tage an aber wurde mir klar, dass uns niemand zur Arbeit brauchte. Sie brauchten uns zum Sterben. Alles kam wie ein Schock, wenn es das erste Mal passierte. Die erste Nacht, die wir im Freien verbrachten, im dichten Regen, die ersten Toten, die auf dem nassen Ackerfeld nicht mehr erwachten am Morgen, der erste Kamerad, der sich durch den Marsch erschöpft hinsetzte und auf der Stelle erschossen wurde, der erste Anfall der Ruhe, die epidemisch wurde, weil wir aus den Pfützen auf den Straßen Wasser trinken mussten. Diese Krankheit war umso schwerer, weil wir uns nicht erleichtern durften und weiter marschieren mussten. Die erste Laus in meinen Kleidern. Ich weinte durch jedes neue Erlebnis. Ich weinte morgens um 4 Uhr, wenn ich die eiskalten Schuhe an meine verletzten Füße anzog. Ich weinte durch die langen Appelle am bitterkalten Morgen. Ich weinte durch die Schanzarbeiten, wenn wir die gefrorene Erde bekämpfen mussten, und meine Tante tröstete mich. Wein nicht, Baby. Wenn es zu Ende ist, mache ich dir heißen Kakao und bring dir Frühstück ans Bett. In einigen Wochen entwickelte sich eine Kruste über meiner Haut aus Schmutz und Wunden und eine andere, unsichtbare, über meiner Seele. Die Tränen waren weg. Ich merkte kaum die Toten überall um mich herum liegen. Ich lernte stehend und gehend zu schlafen. Ich konnte eine Decke von einer Leiche nehmen und sie benutzen. Ich hatte keine Hemmung, mich in der Öffentlichkeit auszuziehen. Ich lernte, dass praktisch alles zu essen war. Gras, rohe Kartoffelschalen, Schimmel, den manche von ihrem Brot entfernten. Ich lernte, dass es lebenswichtig war, die Läuse täglich einzeln aus meiner Kleidung herauszupflücken. Es waren Hunderte. Denn wenn man einen Tag ausließ, dann multiplizierten sich die kleinen Bestien und in 3 bis 4 Tagen saugten sie alles Blut vom Körper aus und man starb am Blutverlust. Ich lernte auch, mich nie krank zu melden. Aus den Erinnerungen von Judith Russa. Der sogenannte Südostwall war der letzte Versuch der Wehrmacht, die anrückende Rote Armee aufzuhalten. Das Stellungssystem begann am Jablunka-Pass, führte über den Festungssektor von Silein, dann längs des Flusses Waag bis südlich von Trentschin. Von dort folgte es dem Verlauf der kleinen Karpaten bis zum Festungssektor in Pressburg. Für die Besetzung der Stellungen waren häufig Volkssturmbataillone vorgesehen, da es an einer für eine vollständige Besetzung der Stellungen hinreichenden Anzahl voll ausgebildeter und ausgestatteter Wehrmachtseinheiten mangelte. Der Südostwall hat aufgrund seines geringen Ausbauzustandes und seiner quantitativ und qualitativ geringen Besetzung mit Verteidigungskräften nur einen geringen Einfluss auf den Verlauf der Kampfhandlungen gehabt. Nachdem die Rote Armee im Februar 1945 in der Schlacht um Budapest siegreich gewesen war und auch die nachfolgende deutsche Plattenseeoffensive abwehren konnte, gelang es ihr, an den Südostwall vorzustoßen und diesen im Rahmen der Vorbereitung zur Schlacht um Wien an etlichen Stellen relativ zügig zu durchstoßen. Insgesamt waren 300.000 Menschen am Bau des Walls beteiligt. Neben Angehörigen der Hitlerjugend, sogenannten Ostarbeitern und der ortsansässigen Bevölkerung wurden 30.000 ungarische Juden ab November 1944 als Zwangsarbeiter zur Errichtung des Südostwalls verpflichtet. Unmenschliche Behandlung, Unterernährung und Seuchen führten zum Tod von 33.000 Arbeitern durch Krankheit, Erschöpfung oder Erschießung durch die Wachmannschaften. Arbeitsunfähig gewordene Menschen wurden oft gruppenweise erschossen. Für die Bevölkerung war das Zustecken von Nahrungsmitteln mit der Einstufung als Volksschädling und Zuchthausstrafen bedroht. Die Überlebenden mussten kurze Zeit später den Todesmarsch in das KZ Mauthausen antreten.
Ich war am Rande der Erschöpfung. Meine Kräfte verließen mich. Die Kälte hatte die unmögliche, sinnlose Spannung eines grausamen Kampfes. Warum sollte ich, wo ich schon zu weit gegangen war, als dass ich noch hätte umkehren können, mich nicht einfach fallen lassen, reglos liegen bleiben und mich vom Schnee, den der Wind aufwirbelte, zudecken lassen? Wenn ich einmal lag, war es rasch aus. Es sei denn, dass ich vorher das Schloss erreichte. Schließlich war ich so unglaublich schwach, dass ich immer langsamer vorankam und die Beine nur noch mühsam im Schnee weiterschleppte, wie ein Tier, das sich mit Schaum vor dem Maul bis zuletzt wehrt, aber eines elenden Todes im Dunkeln sterben muss. Georges Bataille.